Oh no. Das ist echt schwer, Leute. Hey VR-Gamer, ich bin DeLorean787 und ich bin heute in The Tower 2. Ja, das Spiel ist von Headroom One und die Jungs sind aus München. Da ich selber aus der Nähe von München bin, habe ich mir gedacht, ich muss mir das natürlich unbedingt mal anschauen. Ich tauche mal ab. Bis gleich. So Leute, ich befinde mich hier im Hauptmenü. Wir haben die Auswahl zwischen der Main Story, das ist ein bisschen atmosphärischer, oder hier einfach nur direkt diesen Parcours. Wir haben hier Einstellungsmöglichkeiten, und zwar ist standardmäßig Smooth Rotation an. Wir können jetzt halt hier noch eine Rotation mit einer Vignette, mit einer Sichtverengung machen. Wir haben hier eine Comfort Rotation. Da wird dann die Welt ein bisschen ausgeblendet, ist aber eher störend für mich. Dann haben wir natürlich noch eine Snap Rotation. Ja, wir haben einen Trainingsmodus, aber wir fangen einfach direkt mal an. So, los geht's. Ja, wir haben zwei verschiedenfarbige Hände und müssen hier immer diese Icons berühren. Den Hindernissen ausweichen und immer schön auf den Laufband bleiben. Ja Leute, und ihr seht, wir müssen uns hier schon richtig bewegen und richtig bücken, um den Hindernissen auszuweichen. Ich habe jetzt absichtlich die Kamera ein bisschen weiter runter gedreht. Leider habe ich für den Boden kein Greenscreen. Aber das sollte euch nicht stören. Ich möchte nur, dass man mich komplett sieht in diesem Game. So, jetzt müssen wir gleich Laufband wechseln. Und rüber. So kann ich mich gleich mal wieder ein bisschen ausrichten. Man verliert hier schon sehr schnell die Orientierung, wenn man sich hier auf das Spielgeschehen konzentriert. Da man sich doch dann ab und zu mal selber dreht, habe ich gerade die Farben verwechselt. Und wieder Laufband wechseln. Sehr nice. Okay, jetzt müssen wir uns sehr weit bücken. Ich habe sonst keine Ahnung, wie ich dieses Hindernis schaffe. Ich bin hier schon einige Male verreckt. Okay, ein bisschen bleibe ich noch. Okay. So, jetzt kann ich wieder aufstehen. Wahrscheinlich geht dieses Hindernis viel einfacher, ich check's bloß nicht. So, jetzt kommt eine schwere Stelle. Da bin ich auch schon einige Male gestorben, beziehungsweise runtergefallen. No! Okay, again. So, diesmal schaffe ich das. Konzentration und los geht's. Nein, immer an dieser Stelle. Das ist Katastrophe. Ich lasse einfach mit der anderen Hand zu früh los. Das ist mein Fehler, wenn den ich die ganze Zeit begehe hier.
No! Die Stelle macht mich wahnsinnig. Aber man entwickelt hier doch ein bisschen Ehrgeiz. Man will es dann doch schaffen. Jawohl. Nein, jetzt bin ich so weit gekommen und lass wieder zu früh los. Again. No, oh fuck, es war ich zu langsam. Again and again. Ich hoffe, ich schaff's noch in diesem Video. Falls nicht, werde ich hier definitiv noch ein bisschen üben und nochmal ein Video dazu machen. Oh, ich hab's nicht erwischt. Okay, egal. Bevor ich wieder runterfall. Okay, runter aufs Laufband und bücken und gleich wieder ans Gehänge hier. Oh no! Aber ich bin schon mal ein Stückchen weiter. Oh no! Das ist echt schwer, Leute. Für mich zumindest. Nein! Again! No! Sammle ich nur jedes zweite ein? Och nee! Das ist schon echt verdammt schwer. Zwei Versuche mache ich noch. Nein! Das war der erste von den zwei. Okay, Leute, jetzt hat aber... Häng ich mal seitlich hin. Mal gucken, ob das besser geht. Und ich stürze wieder ab. Ja, Leute. Ich hätte gesagt, das reicht jetzt halt hier an der Stelle. Man braucht auf jeden Fall Übung für dieses Game, aber macht auf jeden Fall Spaß und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da und vergesst bitte das Abo nicht. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!